Hallo und herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend bei World of Warcraft. Der Mond steht schon weit oben, es ist schon Nacht und wir machen heute ein auf Maskenbildner. Ne, denn wir haben ja letzte Folge ein bisschen rumgetrudelt, einen Dungeon gemacht und heute geht's hier weiter mit Flottenmeister Sehorns Kopf. Und da müssen wir jetzt hier ein paar Sachen organisieren. Ich muss direkt mal gucken, wie ich das mache. Oh, das war knapp. Also hier unten ist auf jeden Fall irgendwas. Aber ich gehe erstmal in die anderen Häuser. Also, da haben wir einen Kuhkopf. Wahrscheinlich muss man den irgendwie kaufen, schätze ich mal. Hallo? Ich da rein? Ah, jetzt. Willkommen. Ein Kuhkopf. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Glotzvidrikus, okay. Ich brauche einen Kuhkopf. Ich brauche einen Kopf von einer Kuh, kennst du? So, vielleicht kriege ich hier einen. Was ist hier? Übergroßer Piratenhut. Überragender Bogenmacher. Ah hier, Piratenbedarf. Schade, der hat sowas nicht dabei. Der Koch. Was ist doch genau hier? Warte, vielleicht muss ich das hier umstellen. Nö. Kriege ich denn das jetzt hier? Ja, schön, dass ich helfen konnte. Nee. Brauch mal einen Piratenhut und eine Kuh. Ingenieursbedarf, Streitkolbenmacher, Auktionator. Nee, aber Quatsch. Das brauche ich auch nicht machen. Wie kriege ich denn das Zeug? Also ich lese mal kurz die Quest. Also, Jengse hörte einiges. Ein paar Kumpel von mir hatten schon ziemlich tief ins Glas geschaut, als sie mir erzählten, dass sich ein Droide durch das Südkommando gekloppt hat und nach Karten von Befehlen gesucht hat. Er hat sogar ein paar anständige Piraten über die Klinge springen lassen. Wie ich schon sagte, denen kam der Grog aus den Augen raus. Aber ein Bukanier muss seinen Ohren trauen. Deshalb hat mich Firal... Ach so, das ist die Quest gar nicht. Das hier ist es. Sorry. Firalon will meinen Kopf, das ist wirklich interessant, aber wir finden schon einen Ausweg. Dieser Yankee weiß wahrscheinlich nicht so genau, wie ich aussehe. Den meisten Nicht-Tauchern fällt es schwer, uns Tauchern auseinanderzuhalten. Den meisten Nicht-Tauchern fällt es sogar schwer, uns von einem gewissen vierbeinigen Nutztier zu unterscheiden. Rickwitz, der Lederverarbeiter, hält eine solche Kreatur hier in Beutebucht und Narg versorgt mich mit Piratenhüten, besorgt Ersatz für meinen Kopf und meinen Hut und kehrt mit beiden hierher zurück. Also, wir müssen zu Rickwitz. Okay, also hier ist einer, der hat eine Kuh. Müssen doch mal ein bisschen hier rumsuchen. Der hat so komisch angezeigt, ne? Sag mal. Geh mal hier oben rein. Kuhkopf, genau. Aber das müsste doch hier sein. Das ist der aber nicht. Hey, wo ist denn das dann? Da oben? Das ist da oben, aber wie komme ich da hin? Könnte auch hier sein. Ah, Rickitz. Der hat aber keine Kuh, genau. Bleib gut drauf. Was? Bossy? Oh Gott. Okay. Wir reden jetzt mit einer Kuh. Klar, also die Katze redet mit der Kuh. Bossy, ich muss euch um etwas sehr Bedeutsames bitten. Zum Beweis meiner Loyalität gegenüber den Blutsiegelbukonieren muss ich euch den Kopf abschlagen. Aufgrund dessen wird es mir möglich sein, ihre Reihen zu unterwandern, in der Hoffnung, ihren wahren Absichten zu durchschauen. Beutebucht braucht euch, Bossy, heute mehr als je zuvor. Oder wir sagen einfach nur Mu. Tja, sieht nicht sehr schlau aus, aber ich versuch's mal so. Bossy neigt heldenhaft ihren Kopf, beinahe so, als ob sie die Schwere und Tragweite eurer Bitte verstünde. Na gut. Oh. Nein, ich suche keine Gilde. Ich wurde gerade angewiesen. Ach, jemand, die Leute mit ihrer Gilde. Warum sucht ihr eigentlich nach Leuten für irgendwelche Gilden? Das ist mir noch bis heute unklar. Wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Mal so. Das ist mir noch bis heute unklar. Also früher wurde man ja sowieso zugespammt, weil da gab es noch diesen Zahlungsfluss und jeder wollte irgendwie Multimillionär werden, was auch einige geschafft haben. Aber heutzutage, wozu eigentlich?
Also nicht, dass ich irgendwas gegen Gilden habe, aber ich weiß nicht. Naja. Wie kommt man denn da... Warte mal, wie hieß der? Das war Narc. Soll ich mal... Ich kann immer nett sein, ich schreibe mal zurück, warte. Ganz kurz hier. Hallo? Nein, danke. Smiley. So, wollen wir mal nett sein. Der muss doch aber hier, der muss doch aber dann hier drinnen sein. Warte mal, das... Also wir haben ja den Typen da gesehen, diesen Piratenausstatter. Aber der hieß ja nicht Narc. Doch, der... Ach so! Ah! Kommt bald wieder. Alles klar, sorry. Habe ich nicht gesehen. Passiert. Aber gehen wir den Kram ab. Piratenhut und Kuhkopf. Naja. Ob er darauf reinfällt, ich bin ja gespannt. Arme Bossi. Frag mich, was passiert wäre, wenn man nur Mu gesagt hätte. So, hier. Kopf und Hut. Yep. Mögen die Vorfahren euch schützen. Was macht er jetzt? Ah ja, aha. Seehunds Kopf. Okay. Seid gegrüßt. Ja. Oh, die arme Bossi. Gute Nacht, süße Königin. Dein Opfer wird unvergessen bleiben, ja. Na dann. Seid vorsichtig. Zack. So, und dann hat der Typ oben hoffentlich seinen Frieden jetzt. Wir geben ihm mal den ganzen Kram. Verdammt nochmal, ich hab gerade eine arme Kuh getötet. Ich wette, die wusste gar nicht, was ich eigentlich von ihr will. Weil, ich glaube, Kühe neigen generell öfter mal den Kopf einfach so, weil sie halt irgendwie, weiß ich nicht, ne? Hab ich gar nicht mal angelegt, ne? Weg. Naja. Arme Bossi, wir werden ihr gedenken. Im Let's Play. Muss mal husten. So. Ist es bei euch eigentlich auch so furchtbar, furchtbar, furchtbar kalt? Man möchte am liebsten gar nicht rausgehen. Es ist so kalt. Weißt du, so kalt ist es. Richtig kalt. Mal vorhin mal kurz meinen Müll wegschaffen. Und alter Schwede, ich dachte, meine Nase ist gefroren, als ich da wieder drin war. Richtig schlimm, ey. Bräuchte man mal irgendwie so einen Handschuh für die Nase? Gibt es sowas? So einen Nasenschützer? Dass er sich so über die Nase stützt, aber noch ordentlich atmen kann, weißt du? Wo vorne quasi so ein bisschen offen ist, weil da kommt auch noch wieder die ganze Kälte rein, ne? Hm. Eine Nasenheizung wäre super. So, ich habe da mal einen Kopf für dich. Da. Bitteschön. Bringt Captain Keelhole. Was? Keelhole eure Papiere. Okay. Die unterwandern jetzt also die Blutsegel-Bukaniere. Das ist bestimmt viel, viel interessanter als der Kram da oben, deswegen. Ich kürze hier mal ein bisschen ab. Achso, hier ist eine Brücke. Achso, wir sind jetzt mit den... Ah, okay. Bin verkleidet als... nee, ich bin gar nicht verkleidet. Ich bin tatsächlich jetzt einer von ihnen. Okay, ja, umso besser. Bin ich aber gespannt. Dab, 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 dab. Endlich sind wir Pirat. Ging schneller als in Risen 2. Ne, möchte ich mal anmerken. In Risen 2 hat es wesentlich länger gedauert, Pirat zu werden. Ich gewinne uns hier noch ein cooles Piratenkostüm. Ich habe hier nie gequestet, Freunde. Ich kenne diese Quests hier generell gar nicht. Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob dieses, also ob diese Quests, die wir jetzt hier machen, ob es die schon zu Classic gab. Hallo, Reisegestalt? Ah, okay. Bin ich mir gar nicht sicher. Das ist zu lange her, aber ich habe das nie gemacht. Also... Ich erinnere mich nicht daran. Zumindest. Vielleicht habe ich doch gemacht. Ich weiß es nicht. Naja, ist ja auch egal. Wir machen sie jetzt. Besser spät als nie. Und vielleicht gibt es irgendwas Cooles. Irgendwie so Transmog, so Piratentransmog oder so. Weiß ich gar nicht. Mal sehen. So.
ist ein Kommentar bekommen, nochmal zu den Gebieten. Denkt dran, ne? Immer schön in die Kommentare schreiben wegen den Gebieten. Nicht so schüchtern. Eure Meinung ist gefragt. Tanaris wurde vorgeschlagen und wie heißt Dingens Bummens in Burning Crusade? Wie heißt es denn? Warte, das will ich jetzt genau wissen. Da, Nagrand, so. Aber das sind Gebiete, die mache ich auf jeden Fall. Die gehören zu meinen absoluten Lieblingsgebieten, da war ich auch schon seit 1000 Jahren nicht mehr. Und da gehen wir auf jeden Fall hin. Also da keine Sorge, Tanaris, Nagrand, die sind eh schon fix gesetzt. Da führt kein Weg dran vorbei. Die sind so geil, diese Gebiete. So, wie komme ich jetzt hier rein? Ah, hier oben, okay. Hallo, ich bin der neue Taurenpirat. Und du? Eure Papiere. So, Quest beenden. Auf euch warten eine dieser Belohnungen. Okay. Erstmal schön das Deck schrubben. Ja, okay. Deck geschrubbt. Also Deck ist natürlich oben. Ah, ich bin noch in der Leere. Hallo? Ich sehe nichts. Der Taure ist zu fett. Warte mal. F. So. Ah, hier rum geht's. Brauche ich eigentlich irgendeine coole Piratenmusik, ne? Irgendeine coole Piratenmusik. Naja, vielleicht später. Auf jeden Fall hole ich mir erstmal hier einen Besen. So, jetzt muss ich nach Flecken suchen. Okay. Oh nein, ich habe einen Schmutzfleck entdeckt. Wo ist der nur? Ach da. So, weg damit. Und der auch noch. Weg. Yeah. Zack. Noch einer. Unfassbar, wie viel Schmutz hier ist. Noch mehr Schmutz. Wahrscheinlich kacken die ja hin die ganze Zeit. Ihr stinkenden Piraten. So, nochmal. Ist da kein Balken, der sich irgendwie füllt? Hm, offenbar nicht. So, nochmal. Mal. Immer kürzen Abständen. Ja, warum wohl? Ja, widerwärtig. Das Schlimme ist, es sieht so aus, als würde die Katze das essen. Ja, sich so reinschaufeln mit ihrer kleinen Kralle. Ich mach mal als normaler Taure. Ja, genauso putze ich auch meine Wohnung. Wirklich exakt so. Ich hau da mit dem Besen so von oben so schräg drauf. Zack. Völlig normal. So. Ja, bevor sie eintrocknen. Bin ja schon dabei. Ich bin doch schon dabei. Das Chatfenster ein Vollspam. So. Wo ist der Besen jetzt eigentlich hin? Der ist weg. Wäre cool, wenn man den behalten könnte. So als Besen, Transmoggen, gerade als Hexenmeister. Das wäre mal richtig awesome. Gibt es das? Gibt es so einen richtigen Besen, den man sich transmoggen kann als Hexenmeister? Musst du einen weiblichen Hexenmeister erstellen? Nennst du den Bibi Blocksberg oder so? Achso, ich nehme die Stiefel natürlich. Ne, brauche ich eigentlich beides nicht. Na egal, so. Level up! Level 35, yay! So, und oben waren noch mehr Quests, die mache ich natürlich auf jeden Fall. Brauche ich denn echt Piratenmusik? Naja. Berg 6 Blutsegel, bla bla bla, okay. Und da war hier noch eine Quest. Oben der Steuermann hat noch eine. Gar Salzhuf. Ah, nein. Wie Siegel? 24-7 Raid. Ach so, 4. Ja. Ganz bestimmt, also alleine schon vom Namen her nicht. Das ist ja schrecklich. Stell dir vor, du musst 24-7 raiden. Gottes Willen. Mir reicht schon 7 mal. Nee, warte. 4 Stunden, zweimal die Woche. Reicht mir schon vollkommen zu. Oder hat mir gereicht. Ich trade ja nicht mehr. Aktuell jedenfalls nicht. Was mache ich denn jetzt hier? Ein Scheffel-Limonen. Und wo kriege ich den her? Den Scheffel? Ist das kaufen oder was? Limonen. Limonen wachsen. Also die wachsen ja eigentlich auf Bäumen. Seid gegrüßt.
Schönen Tag auch. Aber da oben ist nix. Na gut, dann hol ich erstmal diese Kanonenkugeln. Vielleicht sind die gerade irgendwie nicht da, einfach nur. Kanonenkugel. Ah, da. Ja, da liegen so Kisten. Ah, das sind die Monen. Okay. Ein Scheffel, Limettendieb, ernsthaft? Das gibt's doch wohl nicht. Das ist doch ein Witz, Leute. Der Limettendieb. Oh nein! Der Limettendieb, was sollen wir nur tun? Frauen, geht in eure Häuser. Kinder, versteckt die ganzen Limetten. Und noch eine. Eine weibliche Diebin. Oh, weg mit dir. Welchen die komischen Kanonenkugeln eigentlich her? Müssen doch hier auch sein. Ach nee. Limonen. Naja. Ein paar Kistchen holen. Nom, nom, nom. Da ist eine. Ich glaube, ich renne einfach durch und loot den Kram. Komischen Diebe, die können mich mal. Eins. Nein. Nein. So. Vier. Auch noch eine Kiste. Eine fehlt noch. Vielleicht ist die ja wieder respawned hier. Das wäre doch mal was. Sieht aber nicht so aus. Nein, nein, nein. Okay. Die Kanonen sind da hinten, ne? Ein Scheffel Limonen. Achso, die sind auf dem Schiff, okay. Die sind alle noch an Deck, die komischen Kanonen. Dann machen wir das einfach auf dem Rückweg. Gardgas, ach, scheiß drauf. Auch da. Da ist die letzte. Pass auf, machen wir den hier. Oh, tschüss. Und tschüss, Vieh. Limettendiebin. Weil, was macht eigentlich eine Limettendiebin mit Limonen? Sind Limetten und Limonen dasselbe? Ist rosa und pink dasselbe? Das sind Fragen, die kann ich als einfacher Let's Player nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Wer weiß so etwas? Limetten, Limonen, Zitronen. Ich glaube, Limetten sind grün und Zitronen sind gelb. Aber mehr weiß ich da leider auch nicht. Ich hab's nicht so mit Obst. So, warte mal. Die Kanonen, halt, die waren auf dem Schiff, ne? Da ist ein Schaman, okay. Wir rasseln da mal rüber. Weil das ist ja quasi genau hier, genau. Der Ragnar. So, wo sind hier? Und, ach, sag bloß, die haben sie ins Wasser geschossen. Tatsächlich. Und das sind Haie, na super. Hallo Haie, ich hol mir mal, klar, wir schicken unsere Rekruten bei den Piraten erstmal schön auf den Meeresgrund, die alten rostigen Kanonenkugeln sammeln, selbstverständlich, zwischen Hai und weiß ich nicht, ein Glück, dass ich Wasseratmung habe. Lalalala, so, deswegen Droide, ist einfach nur geil die Klasse, du hast alle Möglichkeiten, du kannst machen, was du willst quasi. Kein Wasser kann dich bremsen. Kein Land verlangsamen. Und du kannst in jede Luft steigen. Instant, ohne Flugmount. Das ist so geil. So, das da. Und nochmal Shift R. So. Okay, fertig. Wieder beides geschafft. Ich hoffe, damit haben wir unsere Einstiegsprüfung bei den Piraten jetzt bestanden. Schauen wir mal. Ob das schon reicht. Ob wir dann nächste Folge auf ein paar härtere Missionen gehen können. Und heroische Taten für die Piraten vollbringen. Heroische Taten für die Piraten.
So. Schönling, hallo Schönling. Hier hast du mal 6 Kanonen. Ganz inzwischen die Backen kleben. Und dann noch hier oben die Limonen. So, dann gehen wir nächste Folge unter Deck und schauen mal was. Ich verfüttere euch an die Fische, ihr armseligen Trock. Ah ja. Gehen wir nächste Folge unter Deck und schauen mal, was der Captain für uns Tolles hat. Der Captain Kielhol. Vielleicht müssen wir Kiel holen. Also, und bis zum nächsten Mal. Für Azeroth!